Beim Einsteigen bleibt man manchmal hängen und klack, bricht dieses kleine Ding ab und ich kann die Armlehne nicht mehr benutzen. Hallo, heute will ich euch zeigen, wie man bei dem Arkon 130er oder 180er Treppenlift den Armlehnschalter reparieren kann. Beim Einsteigen bleibt man manchmal hängen und klack, bricht dieses kleine Ding ab und ich kann die Armlehne nicht mehr benutzen. Das zu reparieren ist gar nicht so schwierig. Das Ersatzteil können Sie gerne bei uns bestellen. Da sehen Sie unten einen Link, da können Sie das Teil bestellen, das schicke ich Ihnen dann zu. Wenn Sie sich dann das Video angucken, können Sie das Ding auch ganz einfach selbst tauschen. So, das Werkzeug, was Sie dazu benötigen, ist ein einfacher Kreuzschraubenzieher. Ich benutze da gerne eine Spitzzange für die Federn, das sehen Sie gleich. Und halt, wie gesagt, den neuen Schalter, den Sie bei uns bestellen können. So, hier am Beispiel sehen Sie, dass der hier vorne abgebrochen ist. So, als erstes schraube ich hier unten sind zwei kleine Kreuzschrauben drin. Die sind so ein bisschen versenkt. So, die beiden schraube ich raus. Zack, einmal. Und zweimal. Dann kann ich den nach oben abziehen. Und schon sehe ich hier das abgebrochene Teil. Das ist hier hinten mit einer Schraube festgeschraubt. Die Schraube schraube ich los. So, und dann kann ich den hier vorsichtig nach oben rausnehmen. Jetzt passe ich nur auf, dass die Federn mir nicht wegspringen. So. So, jetzt nehme ich den neuen. Da achte ich darauf, dass dieses mittlere Teil zwischen den beiden Schaltern hier genau zwischen sitzt. Die Kante. So, den schiebe ich von vorne rein, hier unter dem Kabel durch und dann einfach hier hinten rein. Da einmal so ein bisschen mit Druck, zack, springt da rein. Dann wieder mit der Schraube oben sichern. So, jetzt muss ich die Federn wieder einsetzen. Das ist ein bisschen fummelig. Ich nehme gerne eine Spitzzange, kneife die hier so ein bisschen zusammen, setze die wieder hier rein. Zack, die erste Seite. Und zack, die zweite Seite. Jetzt gucke ich, ob er einmal ordentlich rechts, links schaltet. Jo, alles in Ordnung. So, jetzt setze ich wieder den Deckel hier drauf. Da achte ich drauf, dass die beiden Dinger hier nicht mit dem das Kabel einklemmen. Zack, drauf. So, jetzt wieder meine beiden kleinen Kreuzschrauben von unten rein. Klappe ich die Armlehne ein bisschen schräg hoch, mit Gefühl wieder reindrehen. So, und das war's schon. Und schon kann ich die Armlehne wieder benutzen. Und bei dem Treppenlift ist wieder alles in Ordnung. Das ist kein Hexenwerk, das kriegt jeder hin, der ein bisschen geschickt ist. So, wie gesagt, das Ersatzteil können Sie bei uns auf der Internetseite bestellen. Den Link sehen Sie da unten. Und wenn Sie sonst irgendwelche Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie mal unten einen kleinen Kommentar rein. Und wie gesagt, wir haben auch noch andere Reparaturanleitungen bei uns im Netz stehen. Wenn Sie was anderes repariert haben möchten, schauen Sie mal einfach auf unsere Internetseite. Tschüss!